Hey Leute, willkommen zurück zu Dice and Fold. Wir spielen heute mit dem König und ich wundere mich gerade. Hier habe ich ja das Symbol für abgeschlossen im Extremmodus. Letztes Mal haben wir das mit der Königin gemacht im Extremmodus, aber da steht das jetzt nicht. Und es ist halt, glaube ich, auch genau... Wobei, nee, es sieht, glaube ich, noch ein bisschen anders aus. Es sieht noch ein bisschen anders aus, aber das ist ein minimaler Unterschied. Okay, das stimmt da scheinbar auch irgendwas nicht. Wir spielen jetzt nochmal mit dem König und dann würde ich sagen, warten wir auf das Update und dann spiele ich die neuen Klassen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und dann probieren wir die mal aus. Wäre halt schon ganz cool, wenn einer von euch da draußen mir dann irgendwo einen Kommentar lässt und sagt, hey, da ist das Update da, die neuen Helden sind da, weil das könnte sehr gut sein, dass das an mir einfach vorbeigeht. Gut, extrem schwierig. Ich verstehe es immer wieder. So, dann hat das letztes Mal super geklappt. Dann würde ich auch wieder das nehmen. Und es sind halt auch irgendwie... Ja, man kann halt sagen, ne, bestimmte Helden profitieren von anderen Sachen so ein bisschen mehr. Bei ihm wäre das vielleicht auch, dass ich sagen könnte, hey, er startet mit mehr Goldmünzen. Und ich glaube, das werde ich dann auch variieren. Aber gerade diese Sachen hier mit das Begleiter oder Gefährten doppeltes Leben haben und der Held doppeltes Leben haben. Das ist quasi, ne, würde ich eigentlich immer mitnehmen. Und als drittes dann vielleicht noch irgendwas anderes. Nehmen wir mal kostenlosen Gegenstand. Nee, ich will ja eher Goldmünzen. Ich will ja schon eher Goldmünzen. Und das ist schon ein ziemlich cooles Spiel, auf jeden Fall. Und ich finde es super, sonst hätte ich auch nicht so viele Videos dazu gemacht. Aber es hat natürlich auch seine Schwächen. Aber das liegt generell an der grundlegenden Spielmechanik mit Würfeln. Das ist echt schwer, das so hinzubiegen, dass man diesen Zufallsfaktor, also dass der Zufallsfaktor, dass man das rausbekommt, dass der einem nicht das Genick bricht, sondern dass man immer eine Möglichkeit hat, da irgendwie drumherum zu spielen. In Perfect Dice hat das ganz gut geklappt. Aber das habe ich jetzt auch noch nicht wieder gespielt. Gut, wir starten mit dem König und guck mal. Oder ich mache doch weiter, ich weiß es noch nicht. Eigentlich ist, ich habe auch schon wieder irgendwie 5, 6 Spiele bekommen. Ich weiß echt nicht, was ich dazu Videos machen soll. Das große Problem ist halt auch immer bei diesen ganzen Sachen. Das sind auch immer so Spiele, die ich hier spiele, die man schon länger spielen kann. Das ist halt auch ein bisschen problematisch. Und da sind auch so viele Spiele, die ich mal gespielt habe, auch vielleicht noch ein paar Videos. Das liegt auch nicht unbedingt daran, dass ich sagen würde, okay, die Spiele, zu denen ich weniger Videos gemacht habe, die mag ich weniger, sondern einfach, dass das von der Zeit her einfach nicht passt. Der Tag hat nur eine bestimmte Anzahl an Stunden. Du machst halt direkt schon 6 Damage. Okay, ich hätte vielleicht dich jetzt erst erledigen sollen, aber das hätte jetzt eh noch nicht gepasst. Und jetzt haben wir hier... Ja gut, das ist jetzt nicht so brauchbar. Jetzt hast du noch 36. Damit können wir jetzt nicht so viel anfangen. Dann packe ich jetzt schon mal ein paar hier rein. Die 4 nehme ich mal für gerade und dann... Ach, das ist aber super unangenehm. Und jetzt kriegen wir 2 mal ungerade. Das ist halt auch super unangenehm. Eine 2 und eine 6. Ja, okay. Aber so haben wir direkt hier schon jede Menge Leben verloren. Ich habe eben auch geredet und dann habe ich da so nicht drauf geachtet. Vielleicht hätte ich das auch anders machen können. Eventuell, wahrscheinlich, möglicherweise, so. Gut, dann machen wir das doch so. Und gerade dafür habe ich auch die 3 Gold mitgenommen. Weil das macht es dann nämlich auch eine Ecke schon ganz schön viel einfacher. Das sind aber auch eine Menge Einsen jetzt auf einmal wieder. Letztes Mal hatten wir so viel rote Würfel und jetzt haben wir das hier alles. Ich muss halt echt gucken, dass wir dich möglichst schnell rausnehmen, weil ich will halt auch nicht mehr Leben verlieren. So, Glücksspieler wird sich halt schon richtig anbieten. Sie wäre halt auch ganz gut. Es gibt halt schon so Sachen, wo man halt bestimmte Sachen abschwächen kann, den Zufallsfaktor, wenn man... Gegner hat, die einen exakten Slot brauchen, dann nimmt man die Prinzessin mit und kann halt einen exakten Würfelslot rausnehmen, wenn man eine 3 hat oder einen blauen Würfel. Das ist auch schon ganz cool, aber ich würde es mal mit dem Glücksspieler probieren. Und dann haben wir jetzt hier schon
Goblin-Börse, okay, kostet 3. Das wäre halt auch okay. Und ich glaube, ja, am Anfang einer Phase, das ist mir halt trotzdem, es ist mir trotzdem zu viel Gold. Nee, dann spare ich mir das erstmal. So. Ich brauche auf jeden Fall mehr Würfel. Okay, wir können, ich muss auf jeden Fall, ja, ich muss hier schon mal euch rausnehmen. Wir haben eine 5. Gut, dann werde ich jetzt die 5 mal zum Heilen nehmen. Der Glücksspieler ist jetzt auch noch nicht so unbedingt ideal, weil da kann es noch öfter vorkommen, dass man halt genau den Würfel auch braucht, den man eventuell bei ihm noch benutzen könnte, weil man halt noch nicht so viele Würfel hat. So, wir hätten hier eine 6. Und wir haben 6 Gold. Dann würde ich das halt mal nehmen. Dann haben wir da nämlich 4 und beliebig und können dich direkt rausnehmen. Und das machen wir auch schon. So gern ich das Goldwürfelset möglichst schnell vollkriegen würde, ist das trotzdem jetzt erstmal, glaube ich... Uiuiui, du machst schon 4 Damage. Das ist halt auch sehr... Wir machen das mal so. Das ist ja jetzt schon blöd. Eine 4. Unter 3. Ja, nee, eine 1. Oh Gott, das ist ja, das läuft ja wieder. Ach, ich hätte es da reinpacken müssen, dann hätte ich die schon rausnehmen können. Mein Gott, was ist denn heute wieder los? So. Ja, das sieht wieder nach einem schnellen Ende aus. Ich heb mir die 5 jetzt erstmal nochmal auf. Und dann... du machst halt auch schon 5 Damage. Das ist halt jetzt super doof. Ja, danke für den Versuch. Dann machen wir das Ganze nochmal. Und es wäre vielleicht ganz nett, wenn man hier die, wenn die Trinkets gespeichert bleiben würden, die man letztes Mal ausgewählt hat, wenn man drauf geht. Wäre vielleicht ganz nett. So. Mehr Gold. Da waren jetzt ein, zwei Situationen, die jetzt nicht so gut liefen. Ich gebe es ja zu. Du machst nur ein Damage. Ich werde das jetzt erstmal ausnutzen. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier das maximal ausnutzen, weil er hat so viel Leben. Der kann sich hier ruhig ein paar fangen. Die 6 nehmen wir dann auch und die 1 und dann kriegen wir das vielleicht gleich schon voll und dass wir möglichst früh dann möglichst viel Gold zusammenbekommen. Yay. Gut, die 6 würde ich auf jeden Fall, beziehungsweise wir können das erstmal so machen. Dann ist die Fertigkeit schon ready. Und wenn wir noch 6 kriegen sollten, dann würde ich halt die 4 rauswerfen. So, ich warte jetzt nochmal eine Runde. Es gibt keine 5. Es gibt einfach keine 5. So. Und rote Würfel habe ich jetzt auch noch nicht so viele gesehen. Du machst wieder einen Damage. Dann, ja komm, dann packe ich die 1 da mal rein. Aber ist jetzt auch erstmal egal. Ich würde trotzdem... Wir kriegen eine Heilung von 4. Das ist schon mal super. Und eine 5. Das ist auch super. Und jetzt warte ich nochmal eine Runde. Ich könnte natürlich nochmal versuchen, noch eine 6 zu bekommen. Und die dann in eine Reserve zu packen. Weil jetzt haben wir auch schon 4 Goldmünzen. Also wenn ein paar Gegner so offene Slots haben, dann ist das schon... Dann wäre das schon recht brauchbar. Gut, da haben wir eine 5. Dann nehmen wir die 5 mit. Und ja, komm, dann machen wir dich jetzt platt. So. Du machst mehr Schaden. Ich mache das jetzt einfach erstmal so, weil dann bist du schon raus. Das ist auf jeden Fall jetzt cleverer. Und du machst 4 Damage. Ich könnte dich halt schon rausnehmen. Aber dann müsste ich die 6, beziehungsweise... Ich pack da erstmal die 6 rein, so. Dann haben wir noch eine 6 und dann schalten wir dich jetzt aus. Die 1 brauchen wir, obwohl, die können wir davon nehmen. Dann die blaue 5. Du machst halt mehr Ja, komm, du musst als erstes weg. Und eine 2 haben wir jetzt nicht. Jetzt habe ich die ganzen 6, aber... Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man das so macht. Und halt so wenig Würfel hat. Dann steht man auf einmal da und dann kriegt man keine 2 eventuell. Und dann, ja.
könnte das ein bisschen dauern und ein bisschen Leben kosten. Aber das geht jetzt auf jeden Fall auch. Gut, 37 Leben. Heiler wäre auch noch okay. Wobei, ein bisschen Silber wäre jetzt mit ihm auch nicht verkehrt. Ha. Bei ihm ist das halt so. Generell so Sachen, wo wir Schaden kriegen, wenn wir eine Fertigkeit aktivieren. Gut, 987. Moment, das müsste mit ihm aber auch funktionieren, ne? Ich nehme mal den Koch mit. Ich habe noch nie den Koch mitgenommen, glaube ich. Oder einmal und dann ist das auch nicht richtig aufgegangen. Ja, Würfel des Bedarfs ist halt schon wieder super. Wobei, das wäre natürlich auch schon richtig, richtig nett. Oh mein Gott, ich nehme jetzt hier beide Sachen einfach mit. Dann ist die Fähigkeit erstmal komplett egal. So, der, bevor mir hier der Schmetterling weiter auf die Nerven geht, nehmen wir den raus. Dann haben wir, ja, dich können wir jetzt noch nicht so rausnehmen. Dann kann ich aber halt auch seine Fertigkeit noch nicht aktivieren. Wobei, wir werden dich erstmal heilen. Der Koch ist erstmal eh nur so ein bisschen Beifang. So, Heilung. Ja gut, wenn ich hier die Kleinen kriege, ich glaube, dann brauche ich die da auch so nicht reinpacken. Dann warte ich lieber auf eine 5 oder eine 6. Da hätten wir zum Beispiel eine 5 und eine 6 und dann können wir dich auf jeden Fall hier schon mal rausnehmen. Dann haben wir hier auch noch eine 3 und mit der 1 kann ich da jetzt auch nicht viel anfangen. So, jetzt hingegen schon, aber, boah Gott, jetzt, ich muss jetzt gucken, dass ich Goldmütze zusammenkriege. Weil dann kriegen wir halt 2. Das heißt, wir müssen aber noch mindestens eine Runde bei ihm hier mal warten. Er macht also weiter Schaden. Und 4 Damage ist eigentlich jetzt an zum jetzigen Zeitpunkt schon zu viel. Jetzt haben wir nur noch eine 2 in Reserve. Ist halt nicht so toll. Und ja, jetzt in der Situation werde ich ihn auf jeden Fall heilen. Dann machen wir das so. Dann haben wir eine 2 und 24. Das ist halt auch super doof. Ja, ich könnte das jetzt einmal benutzen. Und reduziert alles. Ja, okay. König und Koch könnte halt auch was sein. Vorausgesetzt, ich bekomme wieder mehr Goldmünzen. Wie machen wir das denn jetzt? Der Dornpanzer muss erst noch mal warten, ungerade, gerade 3. 3 haben wir nicht, aber ich warte jetzt noch einen Zug. So, da haben wir eine 3, die brauchen wir dafür. Dann können wir das einmal machen. Ich habe halt kein ungerade. Das ist ja schon ein bisschen unschön. Gut, dann würde ich halt sagen, wir machen das jetzt erstmal so, dass wir dich rausnehmen. Ich werde dich auf jeden Fall... Ich werde dich heilen, weil dich möchte ich eigentlich noch ein bisschen behalten. Dann haben wir da schon eine 2. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja gut, die 6 muss ich halt jetzt schon dafür eigentlich nehmen. Die 1 nehme ich dafür jetzt nicht. Weil das eh kaum was bringt und eine 3 packe ich dann da auch schon rein. Und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier relativ fix auch voll bekommen. Dann packe ich die 4 da auch schon rein. Und dann können wir nochmal schauen. Eine 2 kann ich da reinpacken. Die 5 würde ich dann erstmal noch mitnehmen. Und die sind halt im Prinzip schon wieder tot. Das wäre schon wieder verlockend. Heilung. Ich brauche eigentlich... Ich nehme den Würfel des Bedarfs. Das andere nehme ich jetzt nicht mit. Ich bräuchte schon eigentlich Heilung. Ja, aber 10 Leben. Was sind 10 Leben? Wenn man sich das mal hier anguckt. 5, 9, 12 Damage in einer Runde. Da komme ich halt auch nicht mehr so weit mit. So, aber wir können dich auf jeden Fall schon rausnehmen.
und du machst immer mehr Schaden. Das ist natürlich super doof. Die ganze Zeit habe ich kaum rote Würfel bekommen oder sehr niedrige rote Würfel und jetzt kriege ich hier rote Würfel und bei diesem blöden Schmetterling natürlich. Ja, mit dem Koch wird's nichts mehr. Ich könnte den schon rausnehmen. Das wäre, glaube ich, auch schon wichtiger. Dann machen wir das so. Und der Koch sagt jetzt Wink, Winke. Das sind auch super Sachen, die ich hier kriege. Auf jeden Fall. Das sind jetzt auch genau 9 Damage. Nochmal probieren. Nochmal König. Ich verstehe. Das Problem ist auch gar nicht jetzt hier extremer Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Das Problem ist halt, Pech zu haben oder sich blöd anstellen. Das sind hier so die Probleme. Oder ich muss das jetzt mal andersrum machen und sagen, hey, ich sammle mir jetzt wirklich 10 Gold zusammen und setze am Anfang sehr stark einfach auf das, was er hier kann. Die rote 6 war jetzt auf jeden Fall sehr praktisch, weil dann können wir erstmal ein bisschen hier was mitnehmen. Dann haben wir da noch eine 6, die packe ich da schon mal rein und dann versuche ich das direkt schon mal voll zu kriegen. Das war dann sehr früh schon irgendwie auf 5 Goldmünzen kommen. Dann bin ich auch bereit, diesen Preis dafür zu zahlen. So, die 1 kommt da mal rein, ist aber im Prinzip auch egal. Da haben wir noch mal Heilung. Ich hätte auf jeden Fall gern noch eine 2. Wir kriegen keine 2. Ich warte jetzt trotzdem noch eine Runde. Das ist mir zu blöd. Jetzt kriegen wir eine 2. So, dann können wir dich nämlich rausnehmen. Haben immer noch 52 Leben. Jetzt habe ich das auch mal gemacht, dass ich noch eine Runde gewartet habe. Einfach, weil wir ein paar rote Würfel bekommen haben. Da wollte ich das einfach noch ausnutzen. So, die 3 nehmen wir mal dafür. Dann haben wir eine 6, die packen wir bei dir mal rein. Eine 2 haben wir jetzt noch nicht. Das heißt, alles andere kommt erstmal da wieder rein. Und jetzt haben wir eine 2, die hebe ich mir erstmal noch auf. Jetzt ist halt die Frage... Ich glaube, es wäre schon besser zu sagen, hey, wir gucken mal, dass wir das voll bekommen. Weil letztendlich seine Fähigkeit damit immer stärker wird. Auch wenn wir jetzt hier ein bisschen kassieren. So, wir bräuchten jetzt noch eine 5. Wir bräuchten noch eine 5. Da haben wir doch eine 5. Und eine 2. Dann haben wir die 2 auch doppelt gehabt. Hätte es auch so gepasst. Gut. Unter 3 und 6. Eine 1 haben wir jetzt mal so gar nicht. Ich kann das jetzt einfach schon mal nehmen. Dann ist das nämlich schon mal voll. Und das hier kriegen wir dann auch schon weg. So, eine 1 haben wir das schon. Jetzt hat er schon unter 40 Leben. Also, wir machen erstmal das so. Nehmen die 3 Würfel noch mit. Ich will jetzt auch nicht zu viel Leben verlieren. Die 3 ist auf jeden Fall schon mal sehr nett. Eine 4 haben wir auch. Und eine 5 kann ich dann dafür nehmen. Jetzt fehlt halt wieder eine 2. Jetzt haben wir 2 Zweien sogar. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Jetzt ist, ich nehme die erstmal noch mit. Jetzt haben wir noch eine 2. Dann packe ich hier erst nochmal was rein, weil da kommt gleich schon der Shop. Und 7... Das rede ich... Ja, da kommt gleich der Shop. 7 Gold wären halt schon nett, die wir sowieso dann voll haben. Aber dann haben wir 8. Da haben wir auch nochmal einen roten. Und kriegen wir eine 5? Wir kriegen eine 5. Und hier nochmal eine Heilung um 2. Also wenn man es bis zur ersten Begleiterwahl schafft, über 30 Leben zu behalten, dann sieht das erstmal noch ganz okay aus. Verführer oder Heiler, das ist halt auch jetzt was. Also Heiler, ich habe halt keine Heilung, ne? Aber Verführer letztendlich
Ich würde, glaube ich, sie schon eher nehmen, weil wir haben, ne, wenn wir mehr Würfel hätten, würde ich eher die Heilerin nehmen als die Verführerin, aber so machen wir das dann lieber, glaube ich, so. Das wäre auch okay, mal wenn du einen roten Würfel würfelst, erhalte 2 Silbermünzen. Wenn wir jetzt noch die Chancen erhöhen könnten, rote Würfel zu bekommen, das wäre halt schon super. Das wäre auch okay, um einfach direkt mehr zu kriegen. Also ich sag jetzt mal, ich kaufe jetzt die 2 Sachen. Ich guck mal, dass ich ein bisschen, dass ich das jetzt mal anders probiere. Dass ich sage, okay, ich nehme ein paar Sachen mit, die relativ günstig sind oder die sehr günstig sind, die dafür sorgen, dass wir mehr Silbermünzen bekommen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal okay. Dann behalten wir die 6 Gold noch, dann werde ich jetzt nicht nochmal würfeln. Weil damit kann man schon ganz gut was machen. So, dann haben wir immer die Heilung. Dann können wir das einmal benutzen. Dann bist du schon raus und dann bist du raus. Genau, deswegen will ich das Gold auch behalten. So. Du machst schon 5 Damage. Das heißt, du musst jetzt auf jeden Fall erledigt werden. Und bei ihr funktioniert das dann ja auch. Und dann machen wir das auch schon mal ready. Die 5 kriegt er schon mal. Und wieder ein roter Würfel bei einem Schmetterling. 3-mal gerade. Das ist ja... Wow. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das erstmal so machen. Auch wenn das um 8 schon reduziert. Ich glaube, das würde ich halt schon... Ja, wir machen das jetzt hier beides. Ich wollte eigentlich noch warten, aber... Wir machen das jetzt so... Dann nehmen wir dich nämlich schon raus. Dann heilen wir sie einmal, weil sie ist eigentlich schon echt ganz brauchbar. Sind halt trotzdem immer 3 Damage. Gut, jetzt kann ich ihn halt mal heilen. Und jetzt könnten wir dich schon rausnehmen. Die Frage ist halt, möchte ich das denn schon? Aber ich möchte eigentlich auch ein paar Würfel in der Hinterhand haben und das hier nach Möglichkeit wieder relativ schnell voll bekommen. Deswegen werde ich das jetzt erst noch mal so ein bisschen rauszögern. So, dann machen wir das noch eine Runde. Dann verlieren die ein bisschen Leben. Und dann haben wir hier eine 2. Und den Rest können wir mitnehmen. Gut, Erzmagerstab wäre halt auch ganz cool. Jetzt haben wir auch schon 10 Gold. Ja, okay. Ja, wäre schon okay für mehr Gold, aber ich nehme Erzmagierstab und Hammer, ne? Gesamtslots plus 1 brauchen wir jetzt nicht unbedingt so wirklich, aber ich nehme das trotzdem mal mit. Es kommt halt auch immer so ein bisschen dann auf den Boss an. Und ich finde es nach wie vor, ja, schon schade, dass man nicht sieht, auf welchen Boss man am Ende trifft, aber irgendwie wäre es dann wahrscheinlich auch zu einfach. Okay, so, wir können mal das so machen. Und dann nehmen wir... Ne, wir nehmen die 3 dafür. Wir nehmen die 6 dafür. Dann machen wir das einmal. Und... Könnte ich schon rausnehmen. Die 3 nehme ich jetzt mal dafür. Dann reduzieren wir nämlich deinen Schaden auf 1. Und dann können wir jetzt hier wieder ein paar Würfel mitnehmen. Und das Goldwürfel-Set auch wieder schneller voll bekommen. So, ich werde trotzdem den König heilen. So, die 1 nehme ich jetzt einfach mal dafür. Und eine 6 haben wir jetzt nicht. Das heißt, wir packen die da einmal rein. Und eventuell kriegen wir jetzt nochmal einen andersfarbigen Würfel. Kriegen wir nicht. Okay. Gut, dann probieren wir das Ganze noch eine Runde. Kriegen wir nicht. Okay. Gerade gibt das nicht so viel. Die 1 würde ich nicht mitnehmen. Dann machen wir das lieber so. Und beziehungsweise ich kann die 6 da schon reinpacken. Dann können wir auch noch eine 2 mitnehmen. So,
dann haben wir hier eine 4. Doppel, Doppel, 12, 3. Wir machen das erstmal wieder so. Das macht das alles so viel einfacher. So, dann bist du nämlich raus. Dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall nicht Doppel-Doppel, aber wir haben eine 4 und eine 3. Dann ist er noch da. Dann haben wir gerade, den nehme ich die 6 mal bei ihr. Dann können wir seinen Schaden auf 1 drücken und versuchen, das dann wieder voll zu kriegen. So, bei 14 Leben werde ich sie dann trotzdem erstmal heilen. Die 5 packe ich da schon mal rein. Die 6 setzen wir dann da rein und die 4... Dann brauchen wir noch eine 3. Und wir haben sogar eine 3. Dann hätten wir Doppel-Doppel, aber ich muss halt auch ein bisschen... Ich würde halt schon ein bisschen gerne was mitnehmen. Ich packe mal eine 5 erstmal da rein. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine 6. Dann würde ich die halt mitnehmen. Oder halt so eine 5. Gut, dann machen wir das halt so. Dann fangen wir uns jetzt hier nicht nochmal Schaden. Hätte ich jetzt auch noch warten können eine Runde. Aber man muss halt... Das Schwierige ist meiner Meinung nach... zu gucken, wie oft kann ich mir Schaden fangen, auch wenn es sehr wenig Schaden ist. Ohne, dass es halt zu viel Schaden dann wird mit der Zeit. Und wir hatten ja ewiges Feuer und deswegen nehme ich jetzt hier auch die Blume mit. Dann hätten wir noch einen Hammer. Dann nehmen wir den auch noch mit. Und dann gucke ich halt, dass wir immer so... erstmal bei 10 Gold bleiben. Es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob man jetzt wirklich schaut, dass man beim Boss dann die 10 Gold hat, um seine Fähigkeit zu benutzen. Aber es kommt dann auch auf den Boss letztendlich an. So, wir können das schon mal machen. So, dann haben wir hier 5 und gerade. Dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass wir... Das ist jetzt auch super doof. Ich warte jetzt erst noch mal eine Runde. Autsch, das hat echt wehgetan. So, dich können wir rausnehmen. Deinen Schaden werden wir reduzieren. Dann machen wir das nämlich so. Und dann muss ich dich jetzt auf jeden Fall heilen. Die 4 nehmen wir mit. Dreimal gerade. Gott sei Dank kriege ich jetzt mal wieder rote. Und auch wenn da steht 5%, also gefühlt bisher ist das mehr. Aber gut, Zufall und so. Die 4 würde ich dann halt auch lieber mitnehmen. Oh Gott, dann haben wir das nochmal. Dann haben wir eine... Ja, komm, dann machen wir dich jetzt platt. Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht so viel mit anfangen. Zweimal unter 2 ist halt gerade auch ein bisschen blöd. Wobei ich könnte jetzt auch einfach sagen, hey. Aber er lebt halt eh nicht so viel Runden. Aber wir haben schon sehr, sehr wenig Leben. Deswegen machen wir das dann doch lieber so. Jetzt haben wir hier eine blaue 1. Und... eine 5 haben wir hier auch noch. Dann bräuchten wir noch eine 2. Ja, er faltet sich. Die werde ich heilen. Aber momentan ist es halt schon so ein bisschen so... ich bekomme zu viel Schaden. Da bin ich halt echt nicht so... Die Flöte wäre natürlich auch schon echt nett. Ganz ehrlich, dann kaufe ich die 2 Sachen. Dann muss ich halt auch kein Gold ausgeben, um da neue Sachen auszuwürfeln. Weil wenn man das ein paar Mal macht, dann kommen auch ein paar Goldstücke zusammen. Gut, das ist jetzt erstmal ganz... Ja, das mache ich auf jeden Fall. Das können wir auch direkt ein paar Mal machen. So läuft das natürlich richtig, richtig gut. So, dich heilen wir. 2 brauchen wir nicht. Da haben wir noch so eine 6. 1 haben wir da jetzt auch nicht.
Ich könnte jetzt sagen, du machst halt auch schon wieder ziemlich viel Schaden. Kriege ich eher eine 1 oder eine 3? Ich werde mal deinen Schaden reduzieren. Wir kriegen eine 3. Wow, das war jetzt auch ein bisschen lucky. Das war auf jeden Fall lucky. Okay, was tun? Ich würde jetzt erstmal die 1 noch mitnehmen, so 1-2 Runden. Und ich hoffe, dass er ein bisschen Schaden bekommt. Ich hätte gern nochmal einen roten Würfel. Vielleicht einen roten Würfel, der ein bisschen... Ja, nee, wir machen das schon so, weil dann können wir die 3 blauen mitnehmen. So, die haben alle sehr viel mehr Leben. Bade ist halt auch schon richtig, richtig gut. Und Spion ist halt sehr speziell. Ich glaube, zweimal ungerade ist halt auch relativ easy. Aber sie hier mit zum Schweigen bringen, das ist halt schon richtig gut. Und Heilung, dann nehmen wir sie mit. Weil alles andere ist halt auch irgendwie keine Option. Level beginnen, Begleiter um 3 heilen. Ja. Wir haben ein paar Items, also das rechnet sich auf jeden Fall. Dann haben wir schon 18, wow. Dann nehmen wir das Medaillon mit. Dann haben wir noch 14, dann benutze ich das jetzt einfach einmal. Weil wir halt noch so viel Gold haben. Das ist halt auch schon nett. Ich glaube, ich nehme die 2 Sachen noch mit. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Items, die alle relativ günstig sind. Und wir haben eine Menge Gold. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Du machst halt ganz schön viel Schaden. Dann würde ich das erstmal so wieder machen. Du machst halt auch sehr viel Schaden. Ich könnte jetzt sagen, wir machen das einfach mal so. Beziehungsweise... Ja gut, das macht jetzt... So kann man es auch machen. So, größer 5. Dann haben wir da eine 6. Dreimal gerade kriegen wir jetzt leider nicht zusammen. Aber wir könnten einfach das nochmal so machen. Dann nehmen wir die 6 nämlich mit. Und ich könnte halt auch sagen, hey, wir... Ich nehme jetzt halt die dafür, um denen halt mal eine Runde schlafen zu legen. Aber das kostet mich halt dann meine ganzen blauen Würfel, die ich da noch hatte. Und es passt halt wieder nicht. Wir haben halt Heilung, aber das ist alles... nicht so der Wahnsinn. So, nochmal Heilung. Ich werde ihn auf jeden Fall heilen, wenn es geht. Ich habe schon... Ich hätte jetzt... ist jetzt auch nicht so ideal, aber jedes Mal so viel Schaden, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. So, dann nehmen wir die 3 dafür. Ich würde halt auch gucken, dass ich jetzt ihre Fähigkeit, also nach Möglichkeit, eher voll mache, je nachdem, was ich natürlich für Gegner habe, als das, was er da hat. Können wir ja auf jeden Fall schon mal nehmen. Dann ist der Slot schon mal voll. Und dreimal ungerade kriegen wir auch nicht voll. 3, 4, 5. Das könnten wir halt machen. Dann bist du nämlich schon mal raus. Dann haben wir da noch die 1. Jetzt müssen wir mal gucken. Also ich würde schon sagen, er hier nimmt sich mal eine Auszeit. Und dann... Wieder keine 2, aber eine 3 gerade ungerade. Oder dreimal ungerade. Ja, ganz ehrlich, dann machen wir das so. Weil 8 Damage sind mir dann doch ein bisschen zu viel. Damit können wir jetzt leider nicht so viel anfangen. So, dich werde ich auf jeden Fall wieder heilen. Und eine 2 war wieder nicht dabei. Okay, ungerade, gerade 3. Die 3 hätten wir hier. Und ja, komm, dann schalten wir dich direkt aus.
So, dann könnten wir dich auch schon erledigen. Oder ich leg dich schlafen und spiele das Spielchen wieder ein paar Runden. Weil, ja, das ist ein bisschen blöd. Weil, nee, dann würde ich das anders erstmal machen. Dann haben wir nämlich noch beliebig. Dann kommt die mal da rein. Die 4 packe ich da mal rein. Die 2 nehme ich da mit, damit ich eventuell gleich nochmal die Fähigkeit benutzen kann. Okay. Wir hätten jede Menge 2. Eine 2 kann ich erstmal dafür nehmen. Und eine 2 nehme ich dann dafür. Eine 1 haben wir auch. Dann können wir das wieder machen. Na, da haben wir doch wieder ein paar blaue. Gut, eine 5 würde ich da reinpacken. Dann haben wir hier eine 6. Dann machen wir das auch schon. Dann bräuchten wir noch eine 1 und eine 3. Dann kommt da gleich schon ein Shop. Also ich würde die beiden blauen mitnehmen. So, dann kannst du noch mal heilen. Dann haben wir jetzt leider keine 3 bekommen oder eine 1. Ja gut, dann muss das halt... Ich packe die dann schon da rein. Dann machen wir dich jetzt nämlich platt. Und beliebig machen wir auch schon mal. Dann können wir die 5 noch mitnehmen. Und ich könnte auch schon die 6 theoretisch dann beim König reinpacken. 13 Gold. Phasenbeginn Heilung. Ich würde mal einmal gucken. Einmal möchte ich gerne gucken. So. Beide Heilung um 10 für 4 Gold. Aber die Lyra ist eigentlich schon besser. Dann nehmen wir die und ewiges Feuer nehmen wir auch noch mit für mehr Silbermünzen. Auch wenn wir so langsam jetzt an den Punkt kommen, ich weiß nicht, so ab spätestens Stufe 24 oder so würde ich halt keine Items mehr mitnehmen, die irgendwie 3-4 Gold kosten, die mir dann in bestimmten Situationen 2 Silbermünzen zum Beispiel geben. Weil das rechnet sich einfach nicht. 5, 4, 3. Wir haben keine 4. Gut. Okay, ich mache das einfach mal. Dann könnte man das nämlich schon runter machen. Dann können wir das machen. Die 2 da reinsetzen mit der 3. Dich rausnehmen. Jetzt haben wir eine 1. Und dann nehme ich auch die blaue 6 dafür. Und dann legen wir dich einmal schlafen. Am Anfang funktioniert es mit ihr noch nicht so richtig. Aber wenn man so ab 4 Würfel, würde ich sagen, 3 sind vielleicht auch noch ein bisschen, aber ab 4 Würfel hat man schon ganz gute Chancen, hier öfter ihre Fähigkeit auch zu benutzen. Und dann werden natürlich auch Items interessant, die dafür sorgen, die dann getriggert werden, wenn sie ihre Fertigkeit benutzt. Ich brauche auf jeden Fall die 3 da für dich, aber es fehlt nach wie vor die 4. Eine 2 hätten wir, dann würde ich halt nochmal gucken... Die 3 packe ich schon mal da rein. Die 5 eventuell auch, aber dann haben wir noch eine 5. Dann machen wir das einfach einmal so. Ist jetzt auch nicht ideal, aber hey. So, dann haben wir eine 4. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann können wir... Es wäre halt jetzt noch mal einfacher zu sagen, hey, wir... Nee, ich habe halt keine 2. Aber ich hätte noch mal blau. Also ich könnte jetzt sagen, wir machen das so. Und wir hoffen mal, dass wir hier was Brauchbares kriegen. Eine 6 ist da leider auch nicht bei. Tja, das ist doch alles ein bisschen blöd. Ich reduziere die alle mal so ein bisschen gleichmäßig. Ihn werde ich... Ich könnte jetzt die 6 nehmen für den Raben. Oder ich heb mir die erstmal noch auf. So, wir haben ungerade. Wir haben einmal das und ganz ehrlich, dann packe ich... Ja, dann machen wir das so. Dann müssen wir jetzt nur hoffen, dass wir gleich noch mal eine 6 bekommen. Und es ist wieder eine rote 6, natürlich. Natürlich. Keine 3. Ich nehme die jetzt noch eine Runde mit. So. Wir kriegen keine andere 6, aber wir kriegen eine 3. Dann würde ich dich nochmal heilen und dann
ganz ehrlich, dann warte ich jetzt noch eine Runde. Das kann doch nicht so schwer sein. Genau, dann würde ich nämlich die dafür benutzen und dich damit nochmal heilen. Dann haben wir hier auch noch eine 2 und wir nehmen die 4 mit. Okay, das ist auf jeden Fall sehr nett bei der Mauer hier. Eine 1 hätten wir sogar. Eine 4 haben wir auch. Das heißt, dich nehmen wir, beziehungsweise, nee, das machen wir anders. Das machen wir dann so. Dann bei dir 2x3. Das heißt, ich werde dich mit der 4 auf jeden Fall heilen. Dann haben wir, dann könnte ich die 6 nochmal benutzen. Dann machen wir das so. Machen das schon mal so. Du machst halt 7 Damage, aber wir können dich hier nochmal eine Runde aussetzen lassen. Und die Hexe 5 und ungerade passt auf jeden Fall auch ganz gut. Dann haben wir da noch eine 3, dann nehmen wir die natürlich jetzt auch schon direkt raus. 16 Gold. Schon wieder sowas mit plus 1 auf Gesamtslots. Feindliche Angriffe. Ja, das würde ich jetzt sogar eventuell. Ich glaube, ich nehme das mal mit, weil sie hat erheblich mehr Leben. Wenn die natürlich gleich hops geht, dann haben wir ein Problem. Das könnte ich halt noch nehmen, aber 4 Gold für die dreifache Chance zu Phasenbeginn, das scheint mir doch ein bisschen teuer zu sein. Nee, machen wir nicht. Wir bleiben bei den 13 Gold erstmal. Und wir bleiben auf jeden Fall bei unserer Begleiterin. Dann ist er nämlich erstmal ein bisschen sicher, weil er ja weniger als die Hälfte des Lebens hat. Was ich mich gerade frage. Das zählt aber nicht für... Das sind keine Gesamtslots, ne? Das ist wieder was anderes. Okay, wir brauchen Einsen. Wir haben immerhin eine. Wir haben eine 2. Das ist jetzt aber auch blöd, weil dann können wir dich mit der 2 rausnehmen. Dann machen wir das lieber so. Dann packe ich die 3 in die 2. Aber das passt halt auch nicht. Dreimal beliebig. Also du musst auf jeden Fall auch gehen. So, da haben wir noch eine 1. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir keine 2. Das können wir einmal machen, weil dann sind es noch 10. Dann machen wir das nochmal. Dann ist das schon mal fertig. Dann werde ich sie aber jetzt, glaube ich, schon eher heilen. Je nachdem, wie es halt läuft. So, da haben wir die 1. Du machst halt so viel Schaden. Ich könnte dich jetzt schon rausnehmen. Oder wir machen das halt nochmal so, dass wir sagen, hey, die 2 würde ich mitnehmen. Bei den Feuerball haben wir ja auch noch Doppel-Doppel-19. Ich warte jetzt erst nochmal. So. Dann haben wir hier eine 2. Dann nehme ich dich jetzt auf jeden Fall schon raus. Werden wir sie mit der 6 heilen. Dann haben wir Doppel-Doppel hier schon mal. Ich könnte jetzt sagen, ich mache das einfach mit seiner Fertigkeit. Oder wir gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenkriegen. Dann bekommt sie halt noch mal ein bisschen Schaden, aber das soll erstmal... Ich glaube, das ist noch zu verkraften. Und dadurch, dass wir die eh mehr voll machen hier oder schneller voll machen... das war dann genau, dann waren es noch 2 und dann können wir dich gleich erledigen und sie hier nochmal heilen. Da war jetzt leider keine 1 bei, aber immerhin eine 6. Die 5 können wir mitnehmen. Oder ich packe die 5 jetzt hier schon in die 2 rein, dann machen wir das nämlich so. Ja, hier nochmal Heilung. Die 6 würde ich halt auch gerne mitnehmen. So, die 5 kommt dann da mal rein und dann... Knipsen wir dich aus und nehmen dann die 6 mit.
So. Wir haben leider keine 3. 1, 2, 3, das ist halt ein bisschen... Ich packe die trotzdem da rein und ich nehme den blauen dafür und dann müssen wir mal gucken, dass wir eventuell ihn hier mal schlafen legen. Und dann machen wir das so. Das ist halt das Problem, wenn ich die ganzen Würfel mitnehme, die er dann braucht für die 6, um seine Fähigkeit zu benutzen, dann fehlen mir halt die anderen. Also am besten wäre es natürlich zu sagen, hey, wir mischen das Ganze ein bisschen. So, wir haben auf jeden Fall eine 3. Das ist schon mal super. Dann können wir das einmal machen. Brauchen wir da noch eine 3. Dann kriegen wir die auf jeden Fall auch schon weg. Die 3 nehme ich jetzt mal dafür. Und das machen wir erstmal so. Das könnte halt jetzt echt noch ein bisschen wehtun. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen sehr. So, dann haben wir da eine 3. Dann würde ich doch einfach mal sagen, es wird halt nicht passen, weil wir haben keine 2. Wobei, wir haben... Ich nehme jetzt trotzdem die beiden blauen, weil der macht schon zu viel Schaden. Und die 6 hätte ich da auch schon wieder reinpacken können. Was soll's? So, 1 haben wir. Dann machen wir das so. Die 3. Die 2 packen wir da schon mal rein. Die 5 in beliebig. Und die blaue 3 in kleiner als 2. Dann können wir die 6 nämlich auch noch mitnehmen. Und lassen keinen Würfel hier noch rumliegen. Jetzt haben wir schon 20 Gold. Ho, ho, ho. So, machen wir das einmal. Und dann, in solchen Situationen ist das natürlich wirklich, wirklich super, dass ich jetzt einfach sagen kann, hey, ich hau da jetzt die ganzen 6 rein. Das ist ja mal so gut. Und dann jetzt auch noch solche. Also, ich werde sie jetzt nochmal heilen und ja, ich hau da jetzt alles rein, was geht. Die 3 können wir da reinpacken. Jetzt ist die Frage. Ich würde jetzt erst nochmal schauen, dass wir ihren Schaden reduzieren. Und dann nochmal ein paar... Nochmal das Goldwürfel-Set eventuell vollkriegen. So, dann können wir direkt das nochmal machen. Und sie wird halt jedes Mal geheilt. Das ist schon sehr interessant. So, dann haben wir da eine 3. Die 1 nehme ich jetzt mal dafür. Die 2... Könnte ich jetzt auch noch eine Runde mitnehmen. Ich glaube, das machen wir auch. Wie sieht denn das aus? Eine blaue 5. Die würde ich... Wobei, wir haben auch so eine 5. Dann nehme ich die blaue noch mit. Und dann haben wir hier nochmal Heilung. 2 nehme ich allerdings dafür. Dann können wir das nochmal machen. Und sie nochmal heilen. Eventuell kriegen wir jetzt noch rote. Nee, aber eine 1. Ja, ist eigentlich egal. Ich warte jetzt trotzdem noch eine Runde, weil sie macht so wenig Schaden und die Chance auf rote Würfel, selbst wenn wir hier nur eine 1 kriegen, haben wir quasi die Runde nichts verloren. Okay, dann einmal noch. Bye, bye. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich mit den ganzen Sachen machen soll. Jetzt wäre es natürlich sehr nett, hier noch so einen Slot zu haben. Aber gerade am Anfang muss man halt erstmal so weit kommen. Könnte ich halt auch mitnehmen, dass ich wieder 4 habe. Aber dann fehlen halt andere Sachen wieder. Also auf jeden Fall machen wir das so. Knapp 30 Gold. Ich werde verrückt. Wir nehmen mal hier eine 3. Dann nehmen wir einfach noch eine 4 mit. 31 Gold. Würfel des Bedarfs. Auf jeden Fall nochmal. Das wäre halt auch okay. Wir haben halt so viel Gold. Ich nehme das jetzt einfach mit. Das ist nochmal ein bisschen extra Heilung. Kampfaxt nochmal. Ja, die nehmen wir auch noch mit für Begleiterheilung.
Das würde ich jetzt nicht nehmen. Wir würfeln jetzt nochmal. Und dann haben wir ein Drachenemblem. Ja, das ist halt die Frage, ne? Hebe ich mir dann das Gold noch auf, das restliche Gold? Also die 12, die ich da noch habe, nehme die mit in Bosskampf. Ja, ich glaube, wir machen das jetzt mal so. Weil nochmal würfeln, das wird halt immer teurer. Hydra. Das ist ja interessanter Gegner. So kann man es auch machen. Wir brauchen dreifach. Wir können jetzt so den Schaden nicht reduzieren, aber die Fertigkeit von der Bardin ist halt schon bereit. Dann können wir das auch nochmal machen. Dann würde ich mir die blauen Würfel allerdings aufheben. Und ich könnte jetzt sagen, hey, ich nehme beispielsweise hier zweimal eine 4 und hier zweimal eine 5. Sie hat halt auch so viel Leben. Da brauche ich gar nicht, die Fähigkeit gar nicht benutzen. So, 4 haben wir. Da bist du nämlich schon mal raus. Dann können wir direkt das nochmal machen. Und dann mache ich das jetzt trotzdem einmal. So, die 2 schmeiße ich dann raus. Die 3 nehme ich dann wieder mit. Mal die zweite 5. Dann können wir ja, ne? Dann können wir jetzt ja einfach das so machen. Gegen die Hydra ist das natürlich super. Und dann noch mit dem Effekt, dass die dann geheilt werden. Das sind schon ein paar lustige Synergien. Nachdem das Video so blöd gestartet ist, hat sich das doch noch recht gut entwickelt. Also das hat echt gut funktioniert. Bisher habe ich ja auch immer so gesagt, so Items, die mir halt Silbermünzen geben, ich weiß nicht. Aber gerade hier mit dem König ist das natürlich eine super Sache. Ihr, nein, jetzt komm mir nicht so. Jetzt komm mir nicht so. Jetzt sag mir nicht, dass ich da die Dinger nicht reinziehen kann, weil das drüber liegt. Du willst mich doch. Das ist unangenehm. Das ist mal richtig unangenehm. Was ist das denn jetzt hier für ein Mist? Okay, aber hey, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Das ist Verarsche. Ich brauche halt, wobei, 5. Wo, es geht. Es geht sogar. Okay, puh. Ist noch nicht alles vorbei. Moment, da war die 5 wieder frei, ne? Ich brauche halt noch eine 5. Ich müsste mir mal... Wobei, jetzt waren da wieder... Hä? Was ist das denn? Sind das mehrere? Ja, das schienen mehrere übereinander noch gewesen zu sein, weil das ja immer gewechselt hat, der freie Slot da. Und dann war der Slot wieder voll, dann war er wieder leer. Die haben sich scheinbar abgewechselt, keine Ahnung. Gut, aber man kann da auf jeden Fall einen Würfel drüber ziehen, weil im ersten Moment denkt man, die Karte ist da drüber, das geht halt nicht. Aber es ging Gott sei Dank. So, Monsterschuppen. Beginnen Sie das Spiel mit plus 5 Gesundheit für Ihren Helden. Wow, das ist ja echt eine Menge. Gut, mal gucken. Also ich würde jetzt wirklich sagen, ich warte bis zum Update mit den neuen Helden. Mach dann erstmal was anderes. Ich spiele es halt schon gerne, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Eigentlich will ich damit auch nicht aufhören. Na gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.